man das so sagen kann. Das kann man wohl sagen. Mal wieder ein Treffer von Robert Lewandowski, mal wieder eine Vorlage von Thomas Müller, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Thomas Müller jetzt bei Daniel Herzog am Mikrofon. Ja, dann wir übergeben. So, Thomas, jetzt haben wir gerade das Gute gesehen, was die Bayern heute gemacht haben. Ja. Was haben sie denn nicht gut gemacht? Ja, die Analyse in der ersten Halbzeit ist ein bisschen komisch gewesen, sagen wir mal. Wir hatten ja, ich weiß nicht, wie lange wir das Spiel komplett eigentlich im Griff hatten. 25 Minuten vielleicht. Wann ist es 1-1 gefallen? Jetzt haben sie mich auf dem falschen Fuß. Das 27. 27. Ja, dann passt es ungefähr vom Gefühl. Dann kriegen wir aus dem Nichts das 1-1. 31. Das 1-1 kriegen 1-1, wir dann so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann waren wir schon die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit einfach auch schwach, haben viele Ballverluste gehabt, haben Gladbach so ein bisschen mehr in unsere Hälfte gelassen, hatten dann wir waren in der Vielzahl schon vorhanden in der Abwehr. Also wir haben verteidigt, aber eher ein bisschen zu passiv. Dann kriegst du, am Ende reden wir ja immer über die Tore. Du kriegst dann zwei Gegentore, die waren jetzt nicht brillant rausgespielt, aber man hat schon gesehen, dass Gladbach in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit ins Spiel kam. Ich gehe davon aus, dass wir eben unseren Teil beigetragen haben, weil wir nicht mehr so passsicher waren, weil wir zu viele Bälle dann im Vorwärtsgang auch leichtfertig hergegeben haben. Dann die zweite Halbzeit, dann steht es auf einmal 2-1. Wir hatten eigentlich das Gefühl, wir haben das Spiel ganz gut im Griff, die erste halbe Stunde. Und dann geht die zweite Halbzeit eigentlich vom Gefühl auf ein Tor. Auch wenn wir da auch zu viele, also natürlich, wir haben eine Konstellation gehabt, die ist im Vorfeld bekannt gewesen. Wir haben aber trotzdem sehr, sehr viel Qualität immer noch auf dem Platz gehabt. Und da darf es uns nicht passieren, dass wir so viele Ballverluste in diesem, nicht im Spielaufbau, aber dann in diesem, vor dem letzten